Willkommen hier bei meinem Kanal, spielen wir wieder Brettspieltests. Ich habe in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, eine Top 100 meiner Lieblingsspiele erstellt. Gehe in 10er Schritten vor, von Platz 100 bis zu Platz 1. Wir sind jetzt relativ in der Mitte, fangen mit der zweiten Hälfte gerade an und schauen uns heute die Plätze 50 bis 41 an. Los geht's! Auf Platz 50 ist in diesem Jahr bei mir Abenteuerland. Dahinter stehen zwei sehr große oder bekannte Designer. Wolfgang Kramer und Michael Kiesling haben schon so einiges zusammen in die Spieleregale gebracht. Das ist aus der Haber Familienspielreihe. Hier unten finde ich immer ganz schön zusammengefasst. Altersgruppe, Spieleranzahl kann man hier immer ganz schön ablesen und hier sogar, ja, für welchen Spielertyp es vielleicht geeignet ist. Hier sieht man auch ein bisschen was vom Spiel. Ich kann es jetzt nicht alles auspacken. Es ist ziemlich viel Material dabei, ein großes Spielfeld. Und der Clou hierbei ist, dass quasi die eigenen Spielfiguren so, ich sag mal, in einer Ecke starten. Und bewegen darf man aber immer nur nach, also man startet, ich sag mal, links oben und darf sich nur immer bewegen nach rechts oder nach unten mit seiner Figur. Da dann aber so weit, wie man möchte, beziehungsweise so weit, wie man kann. So ist es halt so, dass man oft Sachen überspringen muss, so die Sachen, die halt links oben sind, muss man irgendwann überspringen, wenn man vielleicht vor dem anderen Spieler nach unten kommen möchte, um da coole Sachen sich zu sichern. Und dabei gibt es verschiedene, ich sag mal, Szenarien oder Abenteuer, die unterschiedliche Aufgaben geben. Und wo, so ist es halt in jedem Abenteuer so, dass man andere Ziele hat und dadurch natürlich auch andere, andere Wege zum Ziel finden muss. Wird dadurch halt über Karten gesteuert, dann kommen verschiedene Boni in den Landschaften rein. Also es ist ein sehr durchdachtes Spiel, macht richtig Spaß und hat sogar schon eine Erweiterung mit noch zusätzlichen Abenteuern. Abenteuerland. Deutlich kleiner kommt diese Schachtel daher, Mr. Jack Pocket. Ein reines Zweispielerspiel vom Hurricane Verlag. Ab 14 Jahre, klingt relativ hoch, ist aber, ich weiß nicht, nur vom Thema, ne? Jack the Ripper, nicht gerade ein kinderfreundliches Thema, aber eigentlich war es eine durchaus anspruchsvolle Deduktion, ist, die dahinter steht. Hier ist es im Prinzip so, dass es, ja, es ist ein Mord passiert und wir wollen natürlich aufdecken, also der eine, es ist ein asymmetrisches Spiel, möchten natürlich aufdecken, wer es war. Hier gibt es halt diese Charakterkarten. Und ich muss hier ein bisschen auspacken, sonst macht es gar keinen Sinn. Es wird ein, ich glaube, 3x3 Feld ausgelegt von diesen, ich sag mal, Stadtteilkarten. Ich zoome mal ein bisschen raus. Von diesen Stadtteilkarten, die halt verschiedene Bewegungen, Verbindungen haben und so man manchmal, ich sag mal, von außen hier reingucken kann durch eine Straßenöffnung. Wenn es hier dicht ist, kann man nicht reingucken. Und außenrum wandern quasi die Detektive, so ein Dreierteam. Und die kann man halt unterschiedlich bewegen, je nachdem, welche Aktionschips man sich sichert. Und so kann man zum Beispiel, ne, wenn jetzt hier ein Detektiv steht und hier reinsieht, dann kann er den Schwarzen und die Grüne hier sehen. Und dann muss der Jack sagen, ob er gerade gesehen wird oder nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass die anderen 7 oder 6 Charaktere gerade nicht gesehen werden und nur diese 2 gesehen werden, und jetzt Jack antwortet, ja, ich bin in Sicht, dann weiß also der Detektiv, einer von den beiden ist es. Und Ziel der nächsten Runde müsste es dann sein, versuchen, dass einer von beiden gesehen wird und der andere nicht. Zum Beispiel, ne, wenn man jetzt hier reingucken würde, sieht man einen und den anderen nicht. So dass man dann eindeutig irgendwann feststellt, der und der ist der Mörder. Sehr empfehlenswert, man muss sich nur darauf einstellen, hier muss man denken. Der Widerstand, Resistance im Original, von Heidelberger nach Deutschland gebracht. Untertitel sehr schön, Verrat, Verleumdung, Intrige. Es ist ein, ja, auch Deduktionsspiel, manche nennen es auch Partyspiel, das finde ich ein bisschen übertrieben. Social Deduction wäre, glaube ich, der beste Begriff. Es gibt verschiedene Rollen, die sind verdeckt. Man muss quasi finden, wer gehört zu meinem Team, wer gehört zum gegnerischen Team. Dafür geht man auf Mission, geht mal reihum, wer quasi die Mission leitet und er stellt sich sein Team mit den anderen Spielern zusammen, wen er mitnimmt. Und dann kann jeder für Erfolg oder Misserfolg stimmen und so kann man dann zumindest nach mehreren Runden ein bisschen absehen, wer ist dann wohl hier in meinem Team, wer ist im anderen Team, und so stellt man sich dann dementsprechend die Teams anders zusammen. Da gibt es noch ein paar Abstimmungen zwischendrin, ob die Mission überhaupt stattfindet oder nicht, sodass man noch Hinweise sammeln kann. Dann gibt es noch einige Zusatzkarten mit Bonusmöglichkeiten. 5 bis 10 Spieler können es spielen, mit 5 noch nicht so interessant, aber je mehr Spieler, desto besser, weil also das ist so ein Spiel, das lebt halt von der Interaktion, da kann man sich so ein bisschen in seine Rolle einfinden. Auf Platz 48. Auf 47. Farbesaft. Ist im letzten Jahr neu eingestiegen.
habe daher relativ viel im letzten Jahr dazu erzählt, habe auch schon eine Rezension dazu gemacht, die verlinke ich hier gern. Ein sehr besonderes Spiel, weil es so ein bisschen Legacy-Effekt hat, also es verändert sich von Spiel zu Spiel, weil dann andere Aktionskarten mit drin sind, die man aber auch selbst steuern kann, wie viele rein- und rauskommen, sodass dann neue Karten auch ins Spiel kommen. Man kann es aber jederzeit resetten, also hier werden keine Karten zerrissen oder nicht irgendwie beschriftet oder ähnliches, sondern so kann man jederzeit, ich sag mal, von null anfangen oder von zwischendrin auch anfangen, wie man möchte, und macht viel Spaß und bringt halt einiges an Innovation mit sich vom 2F Verlag Friedemann Friese. Genau auf dem gleichen Platz wie im letzten Jahr, Platz 46 ist The Island. Dabei habe ich das gar nicht so oft gespielt im letzten Jahr, ich glaube ein einziges Mal. Auch hierzu habe ich schon viel erzählt, deswegen will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich zeige vielleicht kurz die Rückseite. Es gibt auch viele Spiele mit einem ähnlichen Namen, die auch ähnlich funktionieren. Es ist so im Prinzip, wir sind alle mit unseren Figuren auf einer Insel, die ist in der Mitte vom Spielbrett und diese Insel geht Stück für Stück unter. Zuerst der Strand, dann der Wald, dann ja die Gebirgsregion und irgendwo ist auch ein Vulkan, wenn der ausbricht, ist das Spiel dann vorbei. Und ja, wir wollen unsere Leute, die haben unterschiedliche Wertigkeiten, die kennen wir nur vom Anfang des Spiels, die Gegner wissen nicht, wer was ist und wir dürfen es selbst, glaube ich, auch nicht mehr angucken, wir müssen uns das merken. Die wollen wir an eine der vier Ecken bringen, an eine der vier Ränder, um sie quasi in Sicherheit zu bringen. Dafür müssen wir sie rüberschippern, entweder schwimmen sie, was recht langsam ist, oder man nimmt Boote, wo man auch mehrere reinmachen kann, die deutlich schneller sind. Ja, dann gibt es hier aber so ein bisschen Wale und Haie und irgend so ein Seeungeheuer noch, die uns das Leben schwer machen. Und die steuern wir aber auch selbst in einer Phase und die lenken wir dann natürlich zu den Gegnern hin. Macht Laune, nur hierfür muss man wirklich verlieren können und ein bisschen frustresistent sein, denn man wird sich viel gegenseitig kaputt machen. Platz 45, Karuba, das Kartenspiel. Karuba ist auch in meiner Top 100, Spoiler. Karuba, das Kartenspiel, hat es auf Platz 45 gebracht, auf Anhieb. Ich habe es in Essen gekauft, also im Oktober 2017. Habe es direkt in den ersten Wochen dutzendfach, würde ich sagen, gespielt. Es macht so viel Laune, es ist so schnell gespielt, wirklich nur eine Viertelstunde. Auch ganz toll, dass man es bis 6 Spieler spielen kann, mit relativ wenig Material. Es gibt so ein kleines Übersichtsboard und dann gibt es im Prinzip nur quadratische Karten, einen Satz je Spieler. Man braucht ein bisschen Platz, weil jeder Spieler vor sich einen 4x4 Raster auslegt mit diesen Karten. Aber ansonsten ein super Spiel zum Mitnehmen. Gerne auch zum Beispiel für Mittagspausen finde ich das ganz geeignet, wo man halt nicht viele Regeln erklären muss, wo jeder direkt mitspielen kann, auch ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Man muss Karuba überhaupt nicht kennen, das Brettspiel. Man hat hier einfach frische neue Ideen kombiniert mit dem Altbekannten aus Karuba. Sehr, sehr gelungen, vor allem für die paar Euro, die Haber dafür haben möchte. Zu Recht auf Platz 45. Nicht unbedingt was für die Mittagspause. Die Legenden von Andor. Hier jetzt der dritte Teil. Eine Trilogie, die erste, die Verpackung hast du vielleicht schon mal gesehen, das ist diese so orange, braun, rote. Alles von Michael Menzel, sowohl gezeichnet als auch entwickelt. Ein episches Spiel, kooperatives Spiel im Fantasy-Universum. Da könnte man, glaube ich, alleine eine halbe Stunde drüber reden. Wir sind im dritten Teil so ungefähr in der Mitte, die ersten zwei haben wir durchgespielt. Es macht wirklich Laune und das ist halt eins von denen auch, wo man ja so richtig die Story mitlebt, weil das ist sehr, sehr, bezieht sich sehr auf die Geschichte. Es ist nicht einfach vor sich hinspielen und so viele Monster töten wie möglich, sondern hier geht es wirklich auch um die Inhalte und finden wir echt spannend und das ist deswegen auch eins von den Ausnahmen von den Spielen, die, ich sag mal, deutlich über eine Stunde auch dauern, die wir trotzdem ganz gerne rausholen. Platz 43, es hat ein paar Plätze zum Vorjahr verloren, ist aber trotzdem eins von den Spielen, die ich immer als Beispiel nehme, wenn Leute sagen, so ja, die guten Spiele, irgendwann kommen die in Deutschland und auf Deutsch raus, die braucht man sich nicht auf der Messe sichern, wenn die vom ausländischen Verlag kommen. Zumindest soweit ich weiß, ist Arcology noch nicht in Deutschland rausgekommen, obwohl es jetzt auch schon 11 Jahre alt ist. 2007 ist es rausgekommen, Phil Walker Harding. Ursprünglich aus Australien, er hat auch einen Award gewonnen, Seaman Games hat es nach Amerika gebracht, aber wie gesagt nicht in Deutschland. Ein einfaches Kartenspiel, ein Sammel- und Tauschspiel, Ressourcen hin und her, Ägypten-Thema ist klar, sieht man am Cover schon direkt. Eigentlich mit sehr einfachen Mechanismen, vielleicht für manchen ein bisschen zu viel Zufallsprinzip, aber manche Sachen kann man sich auch, ich sag mal, errechnen oder so ein bisschen rausziehen. Es gibt so ein paar Aktionskarten, Sandstimme und so, die sind negativ, da verlierst du Handkarten. Aber wenn du weißt, von 6 im Deck sind schon 5 weg, das sieht man auch offen, muss man sich nicht alles merken. Dann kann man schon ein bisschen kalkulieren, dass man vielleicht mehr Karten sammelt, bevor man die eintauscht, dann kriegt man bessere, mehr Punkte dafür.
Also ein bisschen Risiko-Abwägspiel, wenn es diesen sperrigen Begriff gibt, gefällt mir megamäßig gut und habe ich auch seit Jahren in meiner Sammlung und auch in meiner Top 100. Arcology, The Card Game. In Istanbul das Brettspiel, das ursprüngliche Spiel, wie man sieht, zum Kennerspiel des Jahres 2014 nominiert, ist ein schönes, taktisch-strategisches, ja eigentlich so ein bisschen auch Wettrennspiel, obwohl es jetzt nicht wie der Rennstrecke aussieht, aber man sammelt quasi Punkte in Form von Edelsteinen, die man auf verschiedene Wege sich ertauschen, erhandeln, erarbeiten kann. Mit auch einem ganz interessanten Mechanismus, wie man so seine Arbeiter und Gehilfen auf dem türkischen Basar dann verteilt, sodass man am Ende nicht die Gehilfen einem ausgehen, aber trotzdem genau die Sachen sammelt, die man gerade braucht, um voranzukommen. Man baut seinen Karren aus, um mehr Ressourcen zu tragen und so weiter. Ein wirklich schönes, rundes Spiel, Rüdiger Dorn. 3 bis 5 Spieler hier, funktioniert auch ganz toll, sowohl zu zweit als auch mit der vollen Anzahl an Spielern. Sehr empfehlenswert. So, für heute das letzte, Platz 41, Splendor. Muss man dazu noch was sagen? Es ist in aller Munde, zumindest in Spielerkreisen, man kennt es. Es gibt Leute, die mögen es gar nicht, die sehen nicht so den Reiz dran. Es gibt Leute wie mich, die es wirklich lieben für ihre Einfachheit, für diesen eigentlich nur 2, 3 Mechanismen, die es hat, die es aber spannend verbindet und jede Partie sich anders spielt. Diesen Oktober ist eine Erweiterung rausgekommen mit 4 Modulen, die man einzeln hinzufügen kann, um das Spielgefühl zu verändern. Man kann es noch schneller machen, man kann es auch ein bisschen langsamer machen, indem man mehr Möglichkeiten einfach hat, auch mehr Konfrontation reinbringen. Brauche ich aber unbedingt eigentlich gar nicht. Also die Erweiterung habe ich noch nicht alle Module gespielt, aber schon das Grundspiel allein schafft es bei mir auf Platz 41, auch kaum gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Halbe Stunde spielt sich runter, 2 bis 4 Spiele ab 10 Jahren. Marc-André, der hat schon so einige richtig gute Spiele rausgebracht und ich glaube, in meiner Top 100 sehen wir auch noch was davon. So, das war's für heute. Ich wurde noch gebeten, dass ich immer so die 10 Spiele nochmal aufliste zum Schluss. Von daher zeige ich einmal kurz meine Liste mit den Plätzen 50 bis 41. So, nicht zu viel verraten, keine Spoiler. Also links die aktuelle Platzierung, dann Veränderungen zum Vorjahr, Spielname selbst, diese 3 Reihen sind dann mehr so für mich. Die linkeste heißt, ob ich es in diesem Jahr schon gespielt habe, die mittlere, ob ich dazu ein Rezensionsvideo gemacht habe und die rechte, ob ich eine Regelkurzbeschreibung dazu gemacht habe. Dann Spielerzahl, Minutendauer, der Verlag, der Autor und ganz rechts kriegt man hier gar nicht mehr so richtig drauf, das Erscheinungsjahr. Also, das waren die 10 von diesem Mal. Freuen uns aufs nächste Mal, also ich zumindest, ich hoffe du auch. Bis dann, ciao!